Stein, Stein, Stein. So. Also soll ich... Ich glaube, ich... So, jetzt heißt es wieder 50.000 Steine holen oder so. Ich hole Dünger. Warte mal, gibt's hier nicht irgendwo so einen Viehtreiber? Ein Kameltreiber wäre nicht schlecht. Warum schreien die au? Ich brauche einen Kameltreiber. 30. Reicht das doch? Ja, nee, oder? 6, 18 könnte eventuell. Nein, okay. Reicht nicht. Dünger. Hätte ja funktioniert, dass das irgendwie reicht, Patrick. Ja, das ist, naja, man hätte ja auch gehofft. Man könnte ja hoffen, dass es funktioniert, aber nein. Pro Seite 6 bis 8 Stück und wir haben davon 8. Also 8 mal 8 wären ja dann 64, ne? Naja. Der hat Eier. Ich! Zu Hause, im Kühlschrank. Oder was willst du mit den Eiern tun? Zerdeppern? Nein, ich Dünger. Krieg ich Dünger her? Du willst nicht mehr alleine sein, mein Herr. Wer bist denn du? Ulrik will nicht mehr alleine sein. Hast du noch eine Frau für Ulrik oder ist der Wunder wirklich alleine? Ich kann ja niemanden mehr akquirieren. Nee, die Frage ist, sind wir so doof und haben eine Person nur in ein Haus gesteckt? Wie gesagt, ich kann keine Leute mehr akquirieren. Nee, die Frage ist, kann man hier irgendwie schauen, ob jemand alleine in der Hut wohnt oder nicht? Und könnte man den eventuell ja zuordnen mit einer Dreiergruppe machen? Es sind überall zwei. Warum ist denn dann alleine? Hat er keinen Bock mehr oder was? Der muss ein bisschen investieren in Zukunft, ne? Kaufen Sie jetzt unser PDF. Ja, PDF kaufen, ich weiß nicht, das klar, kannst du machen. Kaufen Sie jetzt unser leeres PDF. Es bringt Ihnen Ruhe und Genesung. Oder du verkaufst den PayPal-Link in deiner Bio. Was bringt denn das jetzt wieder? Total birnenweich, also es bringt nichts und niemanden was mit diesen PDF-Kack-Kauf-Dingern. Wann kam das überhaupt auf? Ist es irgendwie sinnvoll? Hat das irgendwie einen Sinn da? Ich glaube, also das nicht, gibt's, aber ja, gibt's ja schon. Aber ich habe das Gefühl, vermeintlich lange. Ja, aber weißt du, ich kann halt nämlich damit nichts anfangen. Das ist halt schon so, ne? Wenn man damit nichts anfangen kann, dann existiert es auch irgendwie gefühlt in der eigenen Bubble-Welt, was auch immer, weißt irgendwie du, nicht. Und andere verkaufen Bücher. Ja, andere. Die ganz viele Seiten haben. Oder andere verkaufen die einfach ein zweiseitiges PDF für 700 Euro. Das ist halt irgendwie, ja, man muss es halt wertschätzen, ne? Und das kann ich halt nicht. Und demnach verstehe ich es auch nicht. Ja, aber da stehen dann so ChatGPT-generierte Sachen wie, sei gut zu dir. Ach so, ich dachte Penis. Nein, sei gut zu dir. In Arial 11. Denke positiv. In Arial irgendwie 3 oder 4. 40.000 Mal Penis hintereinander. Und irgendwann glaubst du daran, dass du einen hast. Kann ja sein. Ja, so also ungefähr funktionieren die PDFs. Dann gibt's noch extra Treffen in irgendwelchen Seminaren. Da bezahlst du fürs Ticket noch 300 Euro. Und alle bejubeln den Typen, der einfach nur einen Satz sagt zu haben, wo er sagt, sei du selbst. Also grundsätzlich, wie eine Sekte. Für Tickets Geld zahlen, das macht ja jeder. Also wirklich, also wenn du zum Beispiel irgendwo dann halt ein Konzertticket gehst, ne, da bezahlst du ja auch, dass du die Person siehst. Klar hat sie halt noch, macht sie vielleicht noch eine Performance oder sowas in der Art, aber grundsätzlich. Ja, aber du bezahlst doch nicht nur, dass irgend so ein Volldulli Mitte 20 dir sagt, wie das Leben funktioniert und er trotzdem keine Ahnung hat und einfach nur den Satz rauswirft, sei du selbst. Ey, wenn man die Broschüre oder irgendeine Info raushaut und liest, müsste ich halt informieren. Ist ja überall so, oder?
Wenn du zum Beispiel irgendeine Weiterbildung machen willst, dann weißt du ja, für was du die Weiterbildung machst. Und wenn du ja da ein Ding kaufst, ne? Wenn du das kaufst, dann weißt du ja, was dich im grundsätzlichen Sinne erwartet. Also, wäre jetzt meine Intuition. Scheiß drauf. Aber Ente, du weißt, was ich meine, ne? Ente, Quark. Nee. Mozzarella, nicht Quark. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber... Also grundsätzlich halt selbst schuld, ne? Wie zum Beispiel, das ist auch so ein Thema, wie zum Beispiel, wenn man in Online-Shops Waren kauft, die halt von... Ist bei uns... Nee, ist auch von Europa gesehen, ne? Wenn man halt... In der EU ist noch was anderes, aber sage ich mal so, wenn man halt von Europa her irgendwas aus Amerika, aus einem Online-Shop oder halt von China oder von, ich weiß nicht, Russland ist ja auch in Asien, je nachdem, gut, auch in Europa, ist dann so ein Riesenland. Aber grundsätzlich, wenn man da was bestellt, ist man ja ein Einzelimporteur, ne? Und der Online-Shop hat dann keine Haftung, sondern du als Person. Und das Beschissene am Ganzen ist noch, wenn du bei Temu die AGBs, gut, das ist ein anderes Thema, Temu und weiß Gott was, der Geier. Aber da nehmen sie sogar in den AGBs auf, dass sie nicht mal die Produkte selbst die Qualität prüfen. Das heißt, der Endkunde, der das bestellt, muss die Qualitätsprüfung so gesehen recherchieren und durchführen der Produkte, und die Haftung liegt beim Kunden und nicht beim Shop selber, der die anbietet. Das heißt, wenn du irgendwie, ich sag's mal, ich weiß nicht, was kaufst, das hat vielleicht nicht eingeführt werden kann oder vertrieben werden kann bei uns hier in Europa, ja, dann haftest du halt selbst, wenn du es nicht wusstest. Und okay. Klar, es ist gesetztechnisch ist es irgendwie legal, ne? Aber ist also, halt schon echt assi. Meinst, es ist nicht ganz legal, aber weil der Firmensitz nicht in der EU ist, ist es legal, so ungefähr, oder? Ja, genau. Oh lol. Und weil man in AGBs halt drinnen stehen hat, dass der Kunde selbst prüfen muss, sage ich mal, ne? Weil jegliche Haftung, ja, ich glaube, irgendwie sowas steht da drin, dass halt sinngemäß, ja, wir haben keine Haftung, guck selbst. Oh, der Kunde ist selbst für die Prüfung der Ware verantwortlich, die er noch nicht hat, weil er sie jetzt kaufen muss. Also es ist irgendwie gesetztechnisch okay, ne? Aber irgendwie so total komisch, weil du kannst da nicht irgendwas prüfen, das du nicht hast, um zu prüfen, dass du es haben kannst. Also, sehr schwierige Lage. Ja, und man muss dazu halten, dieser Online-Shop Temu ist ja auch nicht gerade von nirgends gekommen. Das ist ja auch so eine Grundlage. Aber der hat in, ich glaube, 2020, also existiert nicht mal 5 Jahre, ne? Da hat Alibaba schon abgelöst. Von der Range, Reichweite, was auch immer. Es sagen aber, ich habe schon gehört, dass Alibaba hinter Temu steckt. Nee, das ist wie ein anderer. Das ist ein Konkurrent, aber im Endeffekt, also soweit ich es gehört habe, im Endeffekt ist ja alles... Die Fabriken sind genau die gleichen, wahrscheinlich im Hintergrund. Es sind nur andere hier, da sind nur die anderen, die daran verdienen. Hast du irgendwie jeden Tag dein erstes Mal Login auf der Seite und deine 10.000 Rabatte, wenn du im Mindestbestellwert von keine Ahnung wie. Und die machen grundsätzlich im Durchschnitt pro Bestellung $25 minus. Temu? Ja. What? Mit den Produkten selbst. Weißt du, wie sie dann verdienen an der ganzen Sache?
Durch deine Daten? Ja, weil wir werden auf dem Schwarzmarkt verkauft. Alter! Und wenn man die AGBs auch mal lesen würde, dann kann man auch rauslesen, dass nicht nur die Daten von Temu angeschaut werden, sondern das komplette Smartphone. Inklusive E-Mails, inklusive weiß der Geier was. Also Gerät-App-übergreifend. Ne? Also wenn du zum Beispiel ein Temu installiert hast auf deinem Smartphone, so hab ich das im Kopf. Wenn du das installiert hast und da irgendwie Bestellungen drüber machst, da wird, auch wenn du es schließt, wenn du Temu schließt, ne, also wirklich schließt, im Hintergrund und die Hintergrundsachen bei iPhone, glaube ich, aus hast, ich glaube, oder war es bei Android, ich weiß auch nicht, glaube ich, bei Android geht es ein bisschen einfacher, irgendwie schaltet sich das im Hintergrund wieder von alleine ein und scannt das ganze Smartphone durch und sendet die ganzen Daten dann immer wieder nach China. Und wenn China das Ganze hat, freut sich der Staat, beziehungsweise halt die Firma, nicht der Staat. Und dann kann man richtig verkaufen. Das heißt, das Ganze, was du auf dem Smartphone machst, ich weiß nicht, wie weit die gehen. Ich habe es nicht im Detail angeschaut. Aber man kann davon ausgehen, dass Tastenanschläge auch übermittelt werden. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe das nicht wirklich nachgeguckt. Tut mir leid. Dafür habe ich mich jetzt zu wenig informiert. Habe auch kein React-Video oder was auch immer gemacht. Aber man, also die Tragweite, das ist einfach schon so. Ja. Und das Beschissene daran ist noch, also gut, es ist was an, also nicht für eine Bestellung per se, sondern wenn du noch Leute dazu einlädst, also so Grundprinzip so, in der Industrie ist es so, wenn du mehr produzierst, oh oh, dann, zwei Bären, sorry, ja, kannst weiterreden. Ja, alles gut. Ist ja so grundsätzlich, wenn du mehr produzierst, dann wird der Preis pro Stück günstiger. Ist ja irgendwo durch logischer, weil du Initialkosten hast. Und das löst Temu in folgender Maße. Du siehst zum Beispiel überall Rabatte, klar. Aber es heißt halt, wenn du deine Kollegen, was auch immer, einlädst, dann bezahlst du so gesehen 3, 4, 5, x Leute dann das Produkt. Und dann wird der Preis per se pro Produkt auch wieder günstiger. Also heißt, um zu erreichen, dass du das Produkt günstiger bekommst, musst du Leute einladen, die dann wieder für Geld bei Temu einkaufen. Also Schneeballsystem. Genau, es hat irgendwie sowas mit legalem Schneeballsystem zu tun. Und nee, nein, da bin ich raus. Übel. Und wenn man sich mal die, es kommt noch besser. Und wenn man sich mal die produzierenden Firmen dahinter anschaut, wo die ihr Sitz haben, nur mal so am Rande erwähnt, dann ist es so im Nordwesten in China. Und was ist da? Genau. Uiguren und Co. Also nicht nur Uiguren, aber ich sag mal so Randgruppen, die man in Umerziehungslager gesteckt hat oder steckt. Nicht gesteckt hat, ist immer noch aktiv. Man steckt die da rein und unter Zwangsarbeit stellen die Produkte für diese Firmen her. Nicht alle. Ich will hier auch ja, nicht stimmt, irgendwie was sagen. Ja, stimmt, da habe ich was mal gesehen. Und dann gibt es ja diese Marke. Das ist nicht Temu, Shein. Shein ist ja auch sowas. Wo sie ganz viele Influencer einladen, um zu zeigen, nein, wir sind nicht so, wir haben unsere Mitarbeiter sind zufrieden, dann werden die in irgendwie so eine Shein-Produktion, wo es relativ westlich ist, eingeladen und dann posten die so Statements. Ja, Leute, Shein ist so mega der Burner. Guckt euch an, wie Qualität und bla bla bla. Und eigentlich, ja, ist das dann nicht das die Vorzeigefabrik, die nur einmal so existiert für extra genau sowas. Dann sind nee, das gar nicht. Also hinter Temu, übrigens Temu 2015, sorry, das war, ja,
Aber Caro, ich esse später noch in den...